So, Aufgabe 24, die letzte von den Grundbedürfnissen, Grundkompetenzen. Aufgabe 24, Erwartungswerte und Standardabweichungen. Gegeben sind die zwei Zufallsvariablen x und y, die jeweils genau 7 ganzzahlige Werte mit positiver Wahrscheinlichkeit annehmen. Nachstehend sind die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für x und y dargestellt. Okay, also wenn wir sich die anschauen, dann sehen wir, bei der ersten, bei der x, haben wir in der Mitte einen Vierer, der ist eine relativ kleine Häufigkeit. Und bei der zweiten haben wir in der Mitte, sieht man da, das ist ein bisschen nach rechts verschoben. Da gibt es links auf 1 nichts, dafür rechts auf 8 etwas. Und da haben wir auch wieder in der Mitte ist dann der Fünfer und der hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Gut, ergänzen Sie die Textlücke im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzes, so dass eine richtige Aussage entsteht. Für die Erwartungswerte EX und EY gilt. Aha, Erwartungswerte ist also der Mittelwert, der Wert, der in der Mitte ist. Und in der Mitte. Den ich auch erwarte, also von den Wahrscheinlichkeiten. Wenn es symmetrisch ist, dann ist es immer der, der in der Mitte ist. Hier haben wir zwei symmetrische, deswegen in der X ist 4 und in der Y ist 5 als Erwartungswert. Das heißt, der Y-Erwartungswert ist größer als von X. Das heißt, das erste Kastel wäre anzukreuzen. Also Erwartungswert von X ist kleiner Erwartungswert von Y. Können wir ankreuzen. Erstes Kastel. Für die Standardabweichungen ist es anders. Das heißt, hier geht es darum, wie eng die wichtigsten Daten sind. Also wenn im Bereich von 60% der Daten, dort liegen also auch die Standardabweichungen. Das heißt, hier bei der ersten Verteilung ist es sehr breit auseinander. Deswegen wird die Standardabweichung Sigma von X größer sein als die Standardabweichung von Y. Und das ist also dann hier das dritte Kastel, das ich hier ankreuzen muss. Also das dritte und hier haben wir das erste Kastel. Okay.